Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 6 von The Bureau, XCOM Declassified. Ja, das ist unser William. Kennt ihr ja schon. Und das ist unsere erste Mission. Wir sollen den Doktor befreien. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie hieß er? Dr. Wire. Okay, oder Wire, oder Wire, Wir, wie auch immer. So, wollen wir uns mal hier umschauen. Sieht ja schon flashig aus hier. Und nichts, wo man irgendwie hin kann. Da kann man nicht rein. Da kann man nicht rein. So, wir sollen auf jeden Fall hier irgendeinen Flugabwehrgeschütz ausschalten. Nichts zu sehen. Das ist merkwürdig. Das wirkt doch komisch. Da ist doch wem? Ist doch jemand drin? Der hält sich die Hände am Kopf. Gehen wir mal gucken. Oder auch nicht. Haben Sie das gehört? Das kam aus dem Imbiss. Augen auf, Waffen bereit. Los! Und rein da! Sieh da! Alles okay? Hey! Oh Himmel! Nicht feuern! Tot. Alle sind tot. Okay. Krass. Fogg, hören Sie das? Hier ist jemand. Anscheinend einer der Infizierten, aber er verhält sich nicht feindlich. Es ist fast, ich weiß nicht, als wäre er abgeschaltet. Wir müssen ihn untersuchen, wenn das Gebiet gesichert ist. Dr. Weir hat Vorrang. Weiter vorrücken. Alles klar. So, liegt hier noch irgendwas? Das ist ja schon witzig gemacht. Also, jetzt kann man definitiv sagen, jetzt sieht man nämlich auch mal ein bisschen mehr hier so von der Umgebung. Also, die haben sich wirklich Mühe gegeben. Definitiv. Okay. Das kann doch nicht wahr sein. Kann doch nicht wahr sein. Ist der das? Das könnte ja er sein, ne? Gucken wir nochmal, was er zu ihm sagt. Hey, kommen Sie zu sich. Keine Reaktion. Er ist hinüber. Und ich glaube, er wird auch nicht mehr. Nee, den werden wir einsacken, eintüten und mitnehmen. Oder wie war das? So, wollen wir mal gucken. Ach du. Was ist denn hier passiert? Hier sind sie auch gewesen. Basis, kommen. Die Stadt hat's erwischt. Schwer. Irgendeine Spur vom Doktor? Bisher nur lauter Tote. Zu viele, um sie zu zählen. Und alles Zivilisten. Konzentrieren Sie sich, Carter. Ihr Auftrag lautet, Dr. Weir zu finden. Rächen können Sie sich später. Ich schaffe Zeit für beides. Klar. War er das? Okay. Mein Gott, diese Menschen hatten keine Chance. So viele Tote. Was durch den Kopf steckt. Es wirkt so. Carter, haben Sie das Geschütz schon gesichtet? Wir arbeiten uns durch die Straßen. Ist ein ziemliches Chaos hier. Ach, eine Fahne hat er da. Chaos ist gut. Jetzt haben wir welche aufgehängt hier. Da auch. Gar nicht gesehen eben. Oh.
sollen da jetzt nicht runter, oder? Gucken wir uns das nochmal. Okay, die überzieht den ganzen Körper, diese komische schwarze Flüssigkeit. Interessant. Auch nochmal. Das hat man bei dem anderen XCOM jetzt nicht so gesehen, wahrgenommen. Interessant. Ach, ich dachte schon, wir müssen da irgendwie unten rein. Puh. Bin ja noch ein bisschen gestört von Metro, was das angeht. Echt auch ein gutes Spiel, kann ich nur empfehlen. Das Gebäude da drüben. Vielleicht kommen wir da durch. Das, wo ich schon drin bin. Wir sollten zusammenbleiben. So, okay, schön zusammenbleiben. So, hier gibt es auf jeden Fall keinen Weg zurück. Dann wollen wir mal loslegen. Bin ja mal gespannt, was hier passiert. Weil da das so ruhig ist. Oh, was ist denn da? Patron. Okay. Warum duckt ihr euch? Hab's gesehen. Wir haben Sichtkontakt zu dem Geschütz. Greifen an! Graue Gesichter. Graue. Ey! Ich wollte das eröffnen. Das Schwein da scheint der Anführer zu sein. Oh. Was ist das für einer? Gut, dann wollen wir mal schauen. Also, der ist da. Outsider, Sektoid. Haben wir ihn denn? Geben Sie ihm den Rest. Und du gibst mal uns allen Stimulanzen. Machen Sie die Stimulanzien bereit. Ich versuche bereit. Und danach kommst du mal zu mir rüber. So, jetzt wollen wir mal schnell hier. Wow. Durchhalten. Das ging jetzt aber schnell. Wie wär's denn mal mit Heilung? Du hast gerade Heilung bekommen, mein Freund. Halten ganz schön was aus. So, einmal weniger. Was ist das da hinten? Ist dieses Geschütz anscheinend. Aua, Commander! Ja, du machst das mal bitte. Du bist dann nämlich direkt daneben. Ich brauche Hilfe! Ich helfe Ihnen. Danach gehst du mal schön wieder in Deckung. Deckung. Oh. Da hat's den auch erwischt. Na. Helfen Sie mir auf! Wird das etwa unser erster Tod sein? Das wäre ja mal. Helfen Sie ihm! Crazy. Na? Ist ja Tatsache. Krass. Krass, krass, krass. Da sind wir das erste Mal gestorben. Oder? Das zweite Mal? Ich glaube, das zweite Mal sogar schon. Bin mir gerade nicht ganz sicher. Ja, dann werden wir das ja gleich nochmal probieren. Wir haben Sichtkontakt zu dem Geschütz. Greifen an. Ja, Video kennen wir schon. So. Feinde angegriffen! Und jetzt wollen wir mal gucken. Wir brauchen einen Boost. Stimmt's bereit. So, leck. Jetzt wollen wir mal gucken, ob das mit dem Stem was gebracht hat. Na? Ich denke, den richtigen nicht rein. Den los, nicht. Draufhalten! Ich lege! Commander, Sie sind verwundet. Wow. Muss man echt vorsichtig sein. So, machen wir es ein bisschen so. Ich bin verwundet! Brauche Hilfe! So, zack. Auf den da konzentrieren! Ziel bestätigt! Nein. Durchhalten! Wow! Passt das? Das passt. Dass der immer noch lebt. Stippesau. Verschwindet von meinem Planeten.
So. Der ist futsch. Das war ein Volltreffer. Ja, heul mal nicht rum. Hier könnte man schön. Ne, da ist ja gar keiner. Doch, da. Erstmal den. Oh. Ja, mein Gott. Ist doch direkt neben mir. Müsst du mich auch wohl mal wiederbeleben können hier. Lass den nicht abknallen. Da muss man echt, echt vorsichtig sein. Bin ich mal gespannt. Ja, die kriegen das ganz gut hin. Kann man mal sagen. Aua. So, jetzt macht mal hier. Das habt ihr eigentlich gar nicht verdient. Sie ziehen sich immer weiter zurück und wir drücken einfach mal gegen. Haben wir noch Granaten? Jo. Ich brauche einen Sanitäter. Neu formieren! Neu formieren! Tja, Sekret. Dumm gelaufen. So, es sind auch alle wieder parat. Ich geh rein. Oh. Hier geht's zu Ende. Sei doch mal ein bisschen vorsichtig. Was liegt denn da? Patronen und Maschinenpistole, okay. Es ist fast hinüber. Weiter so. Streut ganz schön das Ding. Und ich schieße auch wie so eine Oma. So, das Ding machen wir nochmal hinüber. Oh weh. Oh weh. Schnapp dir mal die da oben. Und du ebenso. Erfasse Ziel. Ich versuch's. Commander, ich brauche einen Sanitäter. Die müssen weg. Das war schnell. Wir haben ihn fast. Ich treff aber auch nicht. Mann. So. Da sind nochmal zwei. Ich brauche einen Sanitäter! Da auch. So. Bam. Ich fange erst an. Oh, hat aber gedauert. Oh, da will uns einer flankieren. Du Arsch. So ja wohl nicht. Au. Wo ist denn der? Der ist da, ist der in Range. Haltet den Druck aufrecht! Ja, so. Perfekt. So. Dann nehmen wir mal lieber. Ach, das ist ein Scharfschützengewehr. Perfekte Mundo. Schnappen wir uns das mal. So. Machen wir jetzt mal ein bisschen Scharfschütze hier. Wow! Weg hier! Schweine! Wollen sie mich hier einfach mit einer Granate rausholen? Ah, ein Schuss, ein Toter. Oh, kommen noch mehr. So. Brauchen wir aber auch Patronen. Macht das ganz gut irgendwie, das Gefühl. Sie erhaltet sie ganz gut, zumindest auf Abstand. Ändere die Position. So. Schnell die Heilung durchziehen. Stirb! So. Haben wir denn überhaupt noch welche? Irgendwo rechts. Irgendwo. Da. Das ist für Rosemont. Es ist der letzte. Yeah, wow, aufgestiegen, befördert worden. Nice. Soll ich T drücken, sagt er mir? Ah, kann ich jetzt was Neues machen? Hebt ein Ziel aus der Deckung. Okay. Was ist das? Das ist die Heilung einfach verbessert. Okay, also eine neue Fähigkeit einfach so bekommen. Alles klar. Oder Kräfte vielmehr.
Nichts, was ich machen muss, aber nur kaufen. Heben Sie Gegner aus der Distanz aus der Deckung. Während sie in der Luft schweben, sind Ziele desorientiert und extrem verwundbar. So, wenn man Ziele anhebt, sind sie desorientiert. Okay. Achso, das ist das gleiche Video nochmal. Wollen wir ja nicht nochmal gucken? Nö. Fork, das war der letzte. Rücke vor auf das Geschütz. Verstanden. Schalten Sie das Geschütz aus. Schlagen Sie sich zu Dr. Weir durch und achten Sie auf feindliche Verstärkung. Das machen wir doch. So, was ist denn das jetzt da eigentlich? Die Mine. Wow! Aua! Haltet den Druck aufrecht! Das hat da wehgetan. Wo ist mein Hut? Kann ich den wieder aufheben? Ja, sehr schön. Doch wie Indiana Jones. Das ist geil. Das gefällt mir, sowas. Sowas ist immer cool. Da könnt ihr euch noch auf Sachen einstellen, Leute. Oh, wenn ich meinen Hut verliere, das geht gar nicht. Tja, oh, da haben sie sie sogar auf dem Haufen verfrachtet, die Schweine. So, wo ist denn das Geschütz jetzt? Da. Irgendwas zum Einsammeln oder so? Man merkt, ich bin ein bisschen gestört davon. Aber irgendwie ist das relativ rar gesät hier in dem Spiel. Aber warum dann so viele Sachen hier überall verstecken? Also jetzt mal ernsthaft, was ist das? Okay. Das sieht gefährlich aus. Sehr gefährlich, meine ich. Autsch. Der hat Schaden bekommen anscheinend. Aber warum baut man denn sowas und versteckt hier nichts? Ich meine, gut, hier haben sie Munition hingepackt. Aber so viel braucht man doch gar nicht. Knarre. Merkwürdig. So detailverliebt hier alles. Man muss es nicht mal wirklich angucken. Schade, schade, schade. Das ist wirklich schade, sowas. Kann man die Dinger eigentlich auch kaputt machen? Nee. Also zumindest nicht irgendwie per Knopfdruck. Oh. Autsch, mein Hut. Das geht ja gar nicht. So. Verdammt, verriegelt. Einer von Ihnen muss das Ding kurz schließen. Okay. Dann macht er das. Öffnen Sie diese Tür, Agent. Wir geben Ihnen Deckung. Ja, Sir. Na, ich hoffe mal, dass er das hinkriegt. So, mein Lieber. Du wirst mal schön hier hingehen. Verstanden. Setze mich in Bewegung. Los, draufhalten. Genau. Die kommen von der Landungskapsel da. Zerstören Sie sie. Geht das überhaupt so? Bringt das was? Irgendwie bringt das gar nichts. Komm mal ran hier. Du bist ein Vollidiot, bist du. Das ist alles. War gut zu wissen, dass du Horst dich mal lieber hier irgendwo hin bewegen solltest. Also absolut gar nichts hinkriegst sonst. So, du sagst ein Commander. Eliminieren Sie ihn. Der gehört mir. So, jetzt mal schnell das Ding kaputt machen. Nein. Position halten, Barnes. Wir sind noch dabei. So, geht das jetzt so? Ja, das geht jetzt nicht einfach so. Das ist so doof. Primärziel, der. Da sollte sich auf dieses Ziel vielleicht konzentrieren. Auf sowas konzentrieren. Ja? So, aber wir werden jetzt den anheben. Ich bin mal gespannt. Ah, nice, 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 nice. Schnell, schnell, schnell. Super. Wow. Sieht das flashig aus. Au, au, au. So, weg mit dir. Kriegen wir den von hier? Nö.
da noch was? Sehe jetzt gerade nicht mehr. Schauen wir uns hier mal eben um. Wow! Nein, überhaupt nicht. Geben Sie ihm den Rest. Gib ihm mal. Und bam! In Zeitlupe. Na komm. Und? Na? Na komm. Schieß doch mal. Du schießt doch nicht. Jetzt. Helfen Sie mir, verdammt! Ich habe ihn eiskalt weggeschossen. Hierher. So, jetzt aber schnell. Na los, wir sind alle tot. Ziehen wir weiter. Ja, hast du denn noch erledigt. Die Tür, Jo, hat er. Sie ist offen. Los, rein! Das machen wir gleich. Erstmal schnappen wir uns hier nochmal irgendwie Money, wenn hier noch irgendwas drin liegt. Jetzt weiß ich auch, warum man sie braucht. Jetzt weiß ich auch, warum. Jetzt haben wir aber auch nichts mehr da. Nicht so verschwenderisch damit umgehen sollen. Tja, so ist das Leben. Dann müssen wir jetzt damit auskommen, oder lag das da oben noch? Bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube, wir hatten das jetzt schon genommen. Yep. Na super. Naja. Dann mal sammeln. Und dann beenden wir mal die Folge. Dann würde ich mal sagen, ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Und ja, wie wir das Geschütz ausschalten, das werdet ihr in der nächsten Folge sehen. Also, auf bald!